Wir haben jetzt wieder Aliens am Start. Ja, mehrere. Mist. Und wir sollen zum Marshall-Büro zurückkommen. Probieren wir es, ob wir da ankommen. Wir haben nur noch ganz wenig Flammenwerfer-Munition. Halt, Rip, hier geht etwas Merkwürdiges vor sich. Wirklich? Sie müssen zur Krankenstation, sofort! Die Reaktorsäuberung. Sie setzt alle Systeme auf Sevastopol zurück. Beleuchtung, Transit, vielleicht sogar die Funkverbindungen. Das ist unsere Gelegenheit. Sie müssen gehen, sofort! Wir haben wahrscheinlich nicht viel Zeit. Ich gehe runter zu Communications. Zur Krankenstation? Was hat denn die Krankenstation mit der Kommunikation zu tun? Ja, sei es drum. Ich möchte mich hier nochmal kurz umschauen, ob ich irgendwas Brauchbares noch mitnehmen kann. Da liegt noch ein paar Sachen rum. Die möchte ich hier nicht liegen lassen. Bisschen Öl für den Flammenwerfer, das wäre hervorragend. Ah, da werden wir auch noch ein bisschen ausgestattet. Revolvermunition, wow. Eine Ausweiskarte. So, für die Rohrbombe brauchen wir noch mal einen Sensor. Dann wäre die auch fertig. Und hier brauchen wir noch alles mit. Auch Sensoren, okay. Sprengkapseln und zweimal Ethanol, das wir nicht haben. Wir sollen zur Krankenstation gehen. Maschinenraum-Transitstation. Aber welchen sollen wir denn nehmen? Normal wurde das doch immer angezeigt. Na, erstmal kurz abspeichern. Erwarten die jetzt wirklich, dass ich mich hier auskenne und weiß, wo ich Langlauf fahren muss? Und das ist ein bisschen zu viel erwartet. Ladepack brauchen wir nicht. Warum machen die so komische Geräusche beim Laufen? So, da kommt der Transit. Dann nichts wie weg hier. Dieser Waggon für den Sevastopol Wissenschafts- und Medizinturm. So, da wären wir. Ich hoffe auch, dass wir richtig... Ich bin in der Krankenstation. Haben Sie die Kommunikationszentrale erreicht? Ich bin hier, aber zu spät. Apollo hat sich von der Reaktorsäuberung erholt und externe Kommunikationswege erneut gesperrt. Verdammt. Warum haben Sie mich dann hierher geschickt? Plan B, Rip.
Bevor ich los bin, haben die Systeme ein sich näherndes Schiff angezeigt. Ich glaube, das ist die Anisidora. Marlow hat es geschafft, die Autopiloten-Codes zu senden, während die Kommunikationswege vorübergehend offen waren. Wir müssen zu dem Schiff. Dockt es an? Nein, aber es befindet sich in Warteposition. Gehen Sie Richtung Ambulanz-Anlegestation. Es sind Kurzstrecken-Shuttle, aber das reicht. Verstanden. Okay, da gibt's also ein Raumschiff. Wir kommen hier weg. Bloß, wo müssen wir hinlaufen? Okay, die Richtung stimmt. Ich renne hier mal lieber nicht. Ich glaube, wir sind hier nicht alleine. Können wir uns da durchschneiden? Ja, funktioniert. So, einmal hier die Büchse aufschweißen und dann können wir doch die Tür schon aufmachen. Perfekt. Kurzstrecken-Shuttle hat es hier an Bord. Ich hoffe, wir erreichen da. Revolver-Munition. Und Pumpgun-Munition. Und ich höre Trampeln, wie es nur von einem Alien sein kann. Ein Sensor, den packen wir auch ein. Und dann können wir doch die Rohrbombe noch kurz fertig bauen. Und dann mal los. Okay, hier. Ich sehe einen Start auf meinem Terminal. Marlow hat sich bereits eines der Shuttle geschnappt. Waits hat dir wirklich was angerichtet. Ah, da ist die Bombe hochgegangen. Deswegen brennt hier alles. Aber Feuer finde ich eigentlich ganz gut. Weil unsere Alien-Freunde mögen Feuer nicht, deswegen mögen wir Feuer sehr gern. Ich wollte nur mal nachschauen, ob es hier irgendwas gibt. Mal hier nochmal rein. Das kennen wir auch schon. Noch ein bisschen Schrott. Ich glaube, das haben wir auch schon mal abgespielt. Remingard, mein Name ist Julia Jones. Ich bin Journalistin und berichte über die Stilllegung der Sevastopol. Ich hatte gehofft, Sie wären zu einem Interview bezüglich Ihrer Erfahrungen auf der Station bereit. Bezüglich begrenzter medizinischer Mittel, psychologischer Auswirkungen der Situation im Weltraum auf Patienten, solche Dinge. Aber im Ernst, Doktor, ich habe gehört, dass es vor kurzem zu einem Vorfall auf der Krankenstation kam. Niemand scheint genaueres zu wissen. Doktor... Wenn auf Sevastopol eine Gefährdung der öffentlichen Gesundheit kommt, müssen die Menschen davon in Kenntnis gesetzt werden. Ich arbeite unabhängig und unparteiisch. Ich habe keinerlei Firmenzugehörigkeit. Ich interessiere mich für jegliche Stellungnahme, die Sie mir geben können. Ich erwarte Ihren Anruf. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Ich habe Ihre Anfrage erhalten. Ja, ich war in unserem Übertragungsrelaisarchiv und habe einige entschlüsselt. Ich suche nach Crewlogs, die vor einiger Zeit über Sevastopol geleitet wurden. Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen machen, aber das ist alles Schnee von gestern. Ich muss nur ein paar Dinge in Erfahrung bringen. Ein Routine-Datenübertragungspaket aus der Randzone von Tedus, bevor ein Schiff die Heimreise antrat. Nichts weiter Besonderes. Hört sich an, als ob der Systemcheck gut verlaufen ist. Einige Schächte müssen noch umgeleitet werden, aber wie mir mehrfach mitgeteilt wurde, gibt es nicht viel, das wir unternehmen können, während sich die Nostromo noch in der Luft befindet. Parker wedelt schon mit dem Papierkram, aber Ripley hört nicht auf, ihm eine von der Sekundärladeeinheit zu erzählen. Ich halte mich vorerst da raus, die wissen schon, was sie tun.
Fellas, Captain der Nostromo, Ende. Captain der Nostromo, das war doch das Raumschiff, wo im ersten, wo die Mutter, also die Mutter von der Amanda unterwegs war. Ich habe immer das Gefühl, dass gleich das Alien uns irgendwie ins Gesicht springt. Hier kommen wir nicht durch diesmal. Da waren wir doch auch schon drin. Aber kommen wir auch nicht unbedingt weiter. Wir müssen einmal komplett außen rum laufen. Naja, hilft ja nichts. Blöde Droiden. Kurz noch abspeichern, dann machen wir den platt. Rennen hat Unfälle zur Folge. Ja, das war einfach too much. Da kommen wir nicht mehr raus.